Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley mit der Fanny in der zweiten Staffel. Heute mache ich eine Quest mit Maui, dem großen Halbgott Klotz. So, da haben wir ihn. Hey, hier drüben. Ich weiß. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Ah, genau die Person, die ich sehen wollte. Bis jetzt ist dieses Dorf in Ordnung, aber weißt du, was ihm fehlt? Kokosnüsse. Da! Es würde sie bereits haben, wenn ich Dreamlight Valley kreiert hätte. Das habe ich allerdings nicht. Aber zum Glück für dich kann ich jetzt Kokosnüsse erschaffen. Danke. Haha! Voll gerne. Siehst du, es geht bereits aufwärts. Mm. Als erstes brauche ich einen Aal. Mein Angelkumpel Govi kann dir helfen, einen zu fangen. Geh und frag ihn. Was? Geh schon. Du bist wirklich der Knüllerzwerg. Den Aal vergraben. Okay. Maui, können wir zusammen abhängen? Ja, können wir. So, komm mal mit, mein Freund. So, einmal den Goofy. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Da kommt er. Goofy? Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, ich auch. Du suchst nach einem Aal, bist du sicher? Die sind so glitschig. Nun, du brauchst Würmer und eine Reuse. Ich finde immer viele Würmer, die sich durch die Wiese und die Teiche wühlen. Du musst sie nur ausgraben, dann eine Reuse aus Holz herstellen und zum Wasser gehen, um deine Falle aufzustellen. Sie wird viele Aale anlocken, für was auch immer du sie brauchst. Oh, der beste Platz, um die Reuse aufzustellen, ist beim Bootsteg am Strand. Viel Erfolg. Bis bald. Ja, okay. So, Würmer. Ein perfekter Tag für dich. Ah, die labern mich hier alle voll. Halt doch die Klappe. So, Würmer, waren die jetzt im Ausgraben oder was? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ein Momento. Oder muss ich die angeln? Nee, Würmer kräht man doch aus. Ich probier's mal. Nein, das war's nicht. Das ist es. Hab's. Okay. Ein von drei. Da sind die nächsten. Nein, das war's auch nicht. Aber vielleicht hier. Oh ja. So. Okay, jetzt soll ich die Reuse herstellen. Was ist das denn? Elektrische Stromversorgung? Ah, okay. Aber ich brauche erstmal die Reuse. Da haben wir sie. Einmal bitte. Ja, das. Oh, was ist das denn hier? Lagerfeuer zum Kochen. Ach, wie nice. Spalier mit lila Blumen. Die kenne ich alle gar nicht, die Sachen. Bambusbank. Oh mein Gott. Zerbrochene Steinsäule. Oh, das ist ja hübsch. Die Sachen kenne ich alle noch gar nicht. Ist alles neu dazugekommen? So. Wie, finde Figuren. Hab jetzt keine Lust, Figuren zu finden. Ich muss die Reuse bauen. So, am Bootsteg, ne? Wurde gesagt. Dann mache ich das eben. Warum?
Den Brotstick haben wir hier vorne. So. Dann legen wir mal los. Da ist sie. Oh Gott, nicht so weit. Fanny, nicht so weit. Wir machen es einfach mal hier hin. So, Maui, erledigt. Was war das denn? Was war das denn bitte? Jeden Moment wird ein Aal kommen und nach den Würmern schnappen. Aha. Du musst also oft in der Nähe der Reuse nachsehen und alles fangen, was dort umherschwimmt. Komm zu mir zurück, wenn du einen gefangen hast. Ja, okay, okay. Krieg ich hin. Machen wir erstmal den Orangen hier. Warum muss morgen der immer so früh sein? Ja, das weiß ich auch nicht, mein Guter. So, bitteschön. Oh. Da bist du, Fanny. Ich habe den Leuten von meinen vielen Taten erzählt. Ja. Außerdem Tipps für die Haarpflege. Oh, du hast ein Aal gefunden? Aha. Großartig, jetzt müssen wir ihn nur noch am Strand vergraben. Mhm. Oh, und vergiss nicht, ihn zu gießen. Bald hast du einen Kokosnussbaum mit freundlicher Unterstützung von meiner Wenigkeit. Ja, ich werde diese Kokosnüsse genießen. Bring mir auf jeden Fall eine mit. Warum müssen morgen denn Scar, was ist los mit dir? Sein. Geh mal weg da. Okay. So, wo grab ich denn? Ich grab mal hier in der Ecke. So. Dann pflanze mal den Aal ein. Genau. Und einmal gießen. Und jetzt heißt es warten. Nach ein klein wenig warten und einmal nachgießen, ist jetzt dieser wunderschöne Kokos, die Kokospalme entstanden. Und ich soll die jetzt ernten. Da ist sie. Ach, Maui. Hier hast du Kokosnuss. Und er freut sich. Ja! Tada! Kokosnüsse, eine der vielen Taten, die mich zum Helden gemacht haben. Da wir gerade von meinen Heldentum sprechen, bist du ebenfalls ein Halbgott? Du bist ein bisschen klein. Nein, das ist sowas von verrückt. Du bist nur ein einfacher Mensch, der nicht menschliche Dinge tun kann, richtig? Haha! Eigentlich ist es mir egal, denn jetzt wachsen die Kokosnüsse auf natürliche Weise am Strand. Man muss keine Aale mehr vergraben. Okay. Du kannst gehen. Ich muss über meine nächste Heldentat nachdenken. Schau später wieder vorbei. Den Alpha-Kram haben wir somit erledigt. Super. So, ich werde jetzt aber noch mal ganz kurz hier das Ding wegmachen. So. Und da hat Maui auch schon die nächste Quest. Nein, nicht streicheln. Maui? Nein, hör auf. Jetzt. Ah, ich weiß nicht. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Sonne mit dem Lasso eingefangen habe? Die ganze Sonne für Sterbliche? Oh, und übrigens, hast du den großen Haufen Trümmer am Strand gesehen? Ich habe etwas in einem Trümmerhaufen stecken gesehen. Willst du, dass ich es dir zeige? Ja, zeig es mir. Folge mir. Eine Geschichte von Stein und Feuer. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, er weiß nicht, wo es lang geht. Maui, du bist schon am schillernden Strand. Ich wüsste nicht, was du jetzt für ein Problem hast, mein Freund. Na gut, ich muss jetzt ein paar Veränderungen machen. Und zwar folgendes. Ich musste tatsächlich das Haus von Maui auf die andere Seite des Strandes packen, damit er hier nicht mehr festbackt. Und zwar hat mich der Maui dann, als ich fertig war, ich kann euch das mal gerne zeigen, bevor ich mit ihm rede, hat er mich ja in eine Gegend führen wollen, wo es ein wenig seltsam aussieht, in Anführungsstrichen. So, hier habe ich jetzt erstmal Maus Haus hingestellt, ja, damit er hier rauskommt. Und ich musste Vajanas Haus ein bisschen verschieben, denn Maui ist natürlich
hier auch nicht durchgekommen, weil er einfach zu fett ist, ja. So, genau, er ist hier angekommen und in dem Moment steht jetzt wieder oben links, dass ich mit ihm sprechen soll. Und das machen wir jetzt mal auch. Ich hoffe, er ist jetzt unten. Es geht immer noch um die Quest Eine Geschichte von Stein und Feuer. So. Sorry. Ich habe so viele fantastische Nachbarn. Ich weiß nicht, wo er ist. Einen Moment. Ich hoffe, der ist noch hier unten. Ah, da ist er. Guck mal, er schaut in die Ferne. Ja, ja. Ey, ich kann ihn nicht ab, ne? Wem es noch so geht, bitte in die Kommentare. Komm schon damit her! Ja, mach ich ja. So. Du bist hier. Gut. Wir müssen weiter. Siehst du, etwas steckt in den Trümmern fest. Genau, die Trümmer sind da hinten. Aha. Ich kann deine Spitzhacke stärker machen, damit du auch das hier zerbrechen kannst. Aber zuerst brauche ich einige Dinge, die ich in meinem Ozean zurückgelassen habe. Sie sind in einem Korb neben meinem Boot auf der Insel, auf der wir uns getroffen haben. Hole das Zeug und bringe es mir. Dann können wir loslegen. Okay, bis bald. Moin. Ja. Yeah. Wie wär's, wenn wir einfach mal zusammen abhängen? Du Schnarschnase. So, wir müssen jetzt wieder zu Bayanas Welt, glaube ich. Oh, wartet mal. Kann ich die hier auch einsammeln? Nee. In einem Korb, ja. Ah ja. Oh, alles klar. Steinschaber. Komm, die nehmen wir uns auch mit hier, die Maschine. Sehr gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, bringen wir die auch gleich mal Maui, ne? Kann ich das auch nicht einsammeln? Wie ärgerlich. So, Maui, ich bin wieder da und ich hoffe, du bist immer noch mein Begleiter. Oh. Ups. ja. Da war er wohl ein bisschen zu groß für mich. Maui? Ach, da ist er doch. Okay. Hey. So, hier hast du deine Steinschaber. Haha! Toll, jetzt wo ich diese Steinschabe habe, werde ich machen, was ich mache. Und du kannst tun, was du tust. Bring mir einen Snack mit. Irgendwas Frisches und Leckeres. Koche ein frisches 5-Sterne-Menü für Maui. Okay. Ein frisches 5-Sterne-Menü. Jetzt ist die Frage, was will er haben? Ist es egal? Wollen wir ihnen irgendwas Fischiges kochen, wenn ich das kann? Ach, das hier. Okay. Ja, okay, wobei, ich denke mal, das waren mehrere. Aber gut, ich habe mir jetzt das ausgesucht. Ist egal. Machen wir ihm eine Kartoffelsuppe mit Lauch. So. Maui? Oh Gott. So, hier hast du das. Da freut er sich. Der Riesenmensch. Oho! Danke, Fanny. Das riecht köstlich. Okay, jetzt kommt das Großartige. Gib mir deine Spitzhacke. Ja, bitteschön. So, das war's. Eine verbesserte und robuste Spitzhacke, die von mir verstärkt wurde. Ja, und schon sieht die glänzend aus. Jetzt ist sie so stark genug, um sich durch alles Mögliche zu hacken. Komm schon, du lahme Ente. Holen wir uns, was auch immer in den Trümmern des Sturms steckt, die ich dir gezeigt habe. Okay. Oh, wow. Der kann durch Türen laufen. Na gut, dann gehen wir mal runter. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin ja so gespannt. So, meine Spitzhacke sieht aus wie neu. Hi, Bayana. Hi, Donald. Ach so. Der kommt von hinten. Okay. Gut, 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 gut. Zerschlage die Trümmer und sammle ein, was du darin findest. Aber gerne. Ja, Mann. Ich zeig's dir, Maui. Hm. Also, was hast du gefunden? Hm. Ein Stück Sandstein. Hm? Oh.
Oh, das erinnert mich an etwas. Ich habe vor dem Vergessen dem Dream Knight Valley das Feuer gebracht. Es gab eine schalenförmige Feuerquelle aus meinem Ozean, aber ich habe sie nirgendwo gesehen. Mhm. Ja, das ist mein nächstes Geschenk an das Dorf. Wir werden sie nachbauen. Was sagst du dazu? Dann mal los. Ich wusste, dass ich dich mögen würde. Okay, jetzt hör gut zu. Benutze dieses Stück Sandstein, um eine neue herzustellen. Okay. Du brauchst auch etwas Sandsteine, Kohle und rote Blumen, wie diesen Bartfahren auf den Hauptplatz. Wenn du alles hast, baue es auf deiner Werkbank zusammen. Danach solltest du die Feuerquelle inspiriert von meiner Wenigkeit irgendwo im Dorf auf. Du bist wirklich der Knüllerzwerg. Ich weiß. Ich bin's halt. So, gibt's noch ein paar Muscheln einzusammeln, die auf dem Boden liegen? Nee, ne? Egal. Fertige eine Feuerschale aus Granit. Das werde ich tun. Feuerschale aus Granit. Kommt sofort. Okay. 3 Bartfarnrote Steine. Genau, diesen zerbrochenen Sandstein. Sand und Kohlenerz. Alles klar. Tada. Fertig. Sehr schön. Stelle die neue Granitfeuerschale im Dorf an, auf. Auf sollte da stehen. Okay, wartet mal. Ich werde die einfach erstmal... Ich habe keine Ahnung. Komm, ich stelle die zu Bayana. So, dann machen wir das mal eben. So. Perfekte Stelle für den Augenblick jedenfalls. So, Maui, wo bist du? Boah, wo ist denn der dicke Kerl schon wieder? Ist das schlimm mit dem? Sieh nur, jetzt hast du Feuer und eine verbesserte Spitzhacke. Das alles hast du mir zu verdanken, Maui. Was? Nochmal. Das alles hast du mir zu verdanken. Maui, Halbgott und Held der Menschheit. Erzähl es deinen Freunden. Oh. Hey, lass uns in Zukunft mehr solche Taten vollbringen. Das hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Eine Geschichte von Stein und Feuer ist jetzt endlich fertig. So, Maui hat auch sogar schon die nächste Quest. Hey, du Zwerg, hilf mir mal. Ja. Oh mein Gott. Gut, wir machen das aber in der nächsten Folge, meine Lieben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wir werden auf jeden Fall... wollen wir das noch machen, bevor ich die Folge beende? Komm, das gehört doch dazu. Ja, wir werden jetzt alles mal hier... Tada! Guck mal, wie geil das funktioniert. Ist das nicht fein? Und jetzt kriege ich endlich diesen Weg frei. Ich freue mich. Lange habe ich drauf gewartet. Und endlich ist es passiert. Und ich muss nicht wieder außen rumlaufen. Ach, schön. So. Gib mir den Sand. Den Sand. Komm, wir machen jetzt alles weg, ja? Und dann ist die Folge erst zu Ende. So machen wir das heute. Ach, guck mal, da ist eine Truhe drin. Eine kleine Belohnung. Mit ein bisschen Geld. Ach, schön, ich freue mich. Jetzt wäre es mal auch interessant zu wissen, ob ich auch das Holz jetzt wegkriege. Muss ich echt mal ausprobieren gleich. Ich meine, damit kann ich doch jetzt alles zertrümmern, hat er doch gesagt. Lass mich durch. Achso, wartet mal. Auf der kleinen Insel gibt es da nicht auch noch solche? Solche? Ja, da guck mal, da ist noch eine mit einer Kiste. Die holen wir uns. Aber... Wartet mal. Hier ist eine Muschel. Das kriege ich aber nicht weg, ne? Nee, das ist eine andere Quest. Aber hier, guck mal. Weg mit dir. Oh ja, ein kleiner Beutel. Wie schön. So, die Muschel muss ich auch aufheben. Das ist nämlich für das Event ganz wichtig gerade. Oh, oh. Bleibe schön hier.
So. Ich glaube, das war's. Okay, dann probiere ich tatsächlich jetzt nochmal das Holz auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. So, hier ist ja Holz, dann kann ich es ja gleich mal probieren. Nee, das funktioniert nicht. Shit. Okay, gut. Meine Lieben, dann würde ich sagen, war es das jetzt aber für die Folge mit Maui. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.